da hat sie mich schon wieder. Hallo, der Matthias ist wieder hier und ich freue mich, dass du mit dabei bist bei meinem neuen Video. Ich bin hier mal wieder rausgegangen bei uns an der Nordseeküste mit meinem schönen neuen E-Bike. Bin ich hierher geradelt. Es ist Pfingsten 2021. Hier ist eine richtig schöne ruhige Ecke. Da kann ich ein paar Tests machen. Ich habe heute wieder die Mini 2 mit dabei und die neue R2S. Und ich werde versuchen, damit ein paar sehr geile Aufnahmen, cinematische Aufnahmen im Cinemode zu machen. Aber nicht in dem normalen Cinemode, sondern in einem kleinen gefakten Tripod-Mode. Ich habe dazu etwas vorbereitet, das ich euch dann gleich zeigen werde. Also, falls dir das Video gefällt, lass mir einen kleinen Daumen nach oben da, schreib einen Kommentar, freue ich mich immer drüber, das weißt du ja. Ja, und dann wünsche ich dir jetzt viel Spaß mit diesem kleinen Testvideo. Start Record. Okay, Aufnahme läuft. Ja, sehr schön. Ja, so. Und jetzt habe ich hier mein kleines Setting so ein bisschen, ein wenig vorbereitet. Und werde dazu jetzt auch erstmal die Mini 2 starten. Ich habe die ganz normale Fernbedienung dabei. Mit den ganz normalen Joysticks, die werden wir gleich changen, wechseln. Aber erstmal, wie gesagt, starten wir die Mini. Kann ich auch schon mal die Aufnahme beginnen. So, dann die Mini in die Luft. Ja. Da fliegt unsere Mini 2. Okay, und jetzt habe ich, wie gesagt, den Cinemode hier drin auf meiner Fernbedienung und die normalen Sticks. Und wenn ich jetzt damit mal auf die Hero 9 zufliege, dann geht das in dieser Geschwindigkeit. Das ist schon recht gut. Aber nun mal kein vollwertiger Tripod-Mode. Und den vermissen wir ja halt so von der Mavic Air 2. Die hatte den ja noch, den vollwertigen Tripod-Mode. Und was ich jetzt machen werde, ist, dass ich mir die serienmäßigen Joysticks hier abmache. Verstaue ich die. Mini ist ja in der Luft, fliegt mir nicht zu sehr zur Seite. Okay, und dann habe ich jetzt meine neuen Sticks vorbereitet hier. Das sind die verlängerten Sticks für den echten Tripod-Mode. Die setze ich jetzt hier drauf. Die haben unten halt noch so einen Puffer dran aus mehreren Scheiben Gummi und Kupfer. So, dann habe ich das jetzt hier befestigt anstelle der normalen Sticks. Jetzt bewege ich mich mal hinter die Mini 2, um das auszutesten, ob ich damit langsamer vorankomme. So, das ist jetzt mit den Sticks, mit den neuen Tripod-Mode-Sticks, immer nach vorne geflogen. Ich denke, das sieht schon sehr, sehr ruhig aus in dieser Aufnahme. Zur Seite lege ich noch mal langsam wieder zurück. Damit bin ich dann halt also um einiges langsamer unterwegs. Okay, dann werde ich jetzt dort mal ein bisschen in das Unterholz reinfliegen. Dort steht auch die 360 Grad Kamera, die werde ich gleich mal wieder aufheben. Gehen wir erstmal vorwärts. So. Und da liegt dann auch meine Insta360.
Die hebe ich jetzt mal wieder auf. Da habe ich leider kein so richtig schönes Stativ für mitgenommen jetzt. Dann muss ich das halt mal so probieren. Okay, ich versuche die hier mal so ein bisschen im Unterholz zu drapieren. Dann kann die mich hier so ein bisschen dabei filmen, wie ich mit der Mini fliege. So. Also wenn ihr das hier so sehen könnt, das haut wirklich ganz, ganz fantastisch hin, schön langsam durch diese Gummistopper da drauf. Jetzt geht's nach vorne. Haben wir hier entlang geflogen. In diesem Tripod-Mode, diesem selbstgemachten Tripod-Mode. Ich werde jetzt doch mal die Hero 9 mit dazu holen. Kleinen Moment, bin gleich wieder da. So, die läuft noch, das ist sehr schön. Gut. Dann nehmen wir die Aufnahme nämlich mal mit dazu. Hat sie sich hier schon selbsttätig gerade etwas genähert. Okay, wo stelle ich die am besten hin? Am besten mal hier so. Ja, halte schön. Okay. Den Ast noch mal entfernen hier. Ja, gut. Auf die Äste zu. Und dadurch, das hat er sehr, sehr schön gemacht. Einmal hier ein bisschen durch die Botanik fliegen. Okay. Und das Ganze auch noch mal wieder etwas rückwärts. Beim Rückwärtsfliegen muss ich ein bisschen mehr den Stick nach unten drücken. Da ist der Widerstand etwas größer. Mal schauen, ob ich hier dieselbe Route noch mal so hinbekomme. Aber der Flug sieht schon richtig schön ruhig aus. So. Wenn ich hier auf den Screen schaue, dann sehe ich, dass es sich bewegt, aber so. In Natura ist es kaum zu erkennen. So langsam ist das jetzt sogar. Jetzt ist sie wieder hier bei mir. Und jetzt versuche ich das mal, indem ich die Sticks wieder wechsle. Also die modifizierten Tripod-Sticks nehme ich jetzt ab. Und setze meine ganz normalen drauf. Ganz normalen Standard-Sticks. Und dann im Cine-Mode versuchen wir jetzt dieselbe Einstellung auch noch mal so ruhig hinzukriegen. Und das seht ihr schon, wenn ich so zur Seite fliege, ist das schon sehr viel unruhiger und abgehackter. Okay, Aufnahme starten. Versuche ich wieder durch die Äste hindurch zu kommen. Ja. Vorwärts. Ja, jede Bewegung ist natürlich schneller. Und das versuchst du mal so langsam wie nur möglich vorwärts zu bewegen. Nur irgendwann stoppt sie dann auch von alleine. Also so mit den normalen Sticks ist das äußerst schwierig, diese schönen, ruhigen, cinematischen Aufnahmen hinzubekommen. Ja. Mhm. Und dann fliegen wir hier mal wieder zurück mit den normalen Sticks, wie gesagt, im Tripod-Mode. Konzentriere mich jetzt mal nur auf den Screen. Und da sehe ich schon, dass es
sie entweder doch recht schnell unterwegs ist oder dann komplett stoppt. Das geht wirklich gut mit den neuen Sticks, die ich da modifiziert habe für die Fernbedienung. Geht das doch erheblich besser. So, jetzt sind wir wieder hier. In Ordnung. Und dann werde ich die jetzt doch nochmal wieder wechseln. Und noch versuchen, ein paar andere Einstellungen reinzubekommen. Gehen wir hier nochmal ein bisschen übers Feld. Langsam vorwärts. Etwas tiefer. Langsam vorwärts tiefer. Und versuche ich, sie möglichst langsam zu steuern, dass sie sich gerade noch so bewegt. Ja, das geht also wirklich sehr gut. Hier durchs Unterholz. Also in der Richtung rückwärts fliegen. Auch wieder schön langsam. Ich kann mich mit diesem Mod der Sticks halt komplett auf den Screen konzentrieren. Und sie macht ganz ruhige Bewegungen dabei. Schön langsam. Hat sie kurz einen kleinen Halm da gestriffen. Jo. Okay. Nochmal in diese Richtung ausrichten und dann langsam zu mir zurückfliegen. Okay, Aufnahme starten. So, komm mal zurück. Das so, ja. So, über die Halme hier. Sehr schön. Alle Bewegungen sind dadurch halt super verzögert und verlangsamt. Das ganze Ruckhafte ist nicht mehr da, wenn ich jetzt zur Seite schwebe. So macht sie das ganz sanft und sachte. Was einem halt mit dem normalen Cinemode nicht so gelingt. Und genauso rückwärts und vorwärts auch. Lässt sich super sanft steuern alles. Ja, klasse. Das war dann schon mal ein recht erfolgreicher erster Test der neuen Sticks mit der Mini 2. Drehe sie hier mal um in meine Richtung. Hallo, da bin ich wieder im Bild. Wenn wir dann rückwärts fliegen, ist das richtig schön. Ruhig, langsam, cinematisch halt. Klasse, gefällt mir sehr gut. Jo. Einmal kurz nach vorne holen. So, dann kommen noch mal nach vorne. Jo. Fliegen wir noch mal auf die Hero 9 zu.
Mal schauen, wie ruhig das jetzt gelingt. So, da ist die Hero 9. Jetzt meldet sich auch die Batterie. Dann wollen wir mal langsam wieder landen. Fangen wir das gute Stück wieder mit der Hand ein. Handcatching. Alles klar. Und da hat sie mich schon wieder. Mich da schon wieder am Finger erwischt, aber diesmal nicht ganz so schlimm. Letztes Mal war das heftiger. Okay, ja.